Tschüss, Ken. Mach's gut. War schön mit dir. Grüß euch, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden hier in Stranded Alien Dawn jetzt hier hinten uns mal einmal um diese Ecke hier kümmern. Denn wir hatten ja in der letzten Folge hier einen Spawn von Gegnern, was natürlich sehr schlecht ist, so zwischen den Zäunen. Zwischen den Zäunen, das klingt wie eine... Das könnte eine Interviewsendung sein. Zwischen den Zäunen, wo man einfach mit der Nachbarschaft redet. Im Begriff zu verrotten, ja, das ist ja kein Problem. Wir sollten... Moment mal. Wieso ist hier noch Leder drauf? Ach so, das können sie da nicht rausnehmen. Wenn es da einmal drauf hängt, kann man da wohl nichts gegen machen, wie es aussieht. Gut, aber es ist fast getrocknet, heißt, es dürfte dann gleich auch wieder ein bisschen Fleisch auf dem Ständer liegen. Hoffe ich zumindest. Ja, das hier wird schlecht, das ist nicht gut. Aber hier wird dann ja auch getrocknet und dann sollte unser Hundi, unsere Hope, sollte dann eigentlich auch ausreichend Futter bekommen. Hier, ja, liegt jede Menge Fleisch drin. Das ist gut. Na, ist noch alles okay? Gut, Hund scheint recht zufrieden zu sein. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch einmal gucken, ob wir das jetzt wirklich hier vom Timing her gut hinbekommen, ne? Okay, also das hier ist jetzt... Ja. Das hier ist jetzt soweit durch. Jetzt müssen wir mal sehen, dass hier ausgetauscht wird. Ken hat Metallschrott gefunden, sehr gut. Mal gucken, ob hier jetzt irgendjemand sich hier um kümmert. Müsste eigentlich. Müsste eigentlich direkt am nächsten Morgen passieren. Währenddessen können wir einmal hier schauen, welchen Boden wir denn hier hinzimmern. Ich würde ganz gerne, glaube ich, Carbon haben wir halt am meisten, beziehungsweise kommen wir am leichtesten ran. Deswegen denke ich, werden wir hier, ja, das ist halt irgendwie, ja, es wird aber hoch. Ach, guck mal, hier kann man gar nicht. Konstruktion darf diese Größe nicht überschreiten. Naja gut, wir könnten auch einfach nur hier unten dorthin bauen, ne? Mal gucken. Carbon. Boden. Vielleicht auf der Höhe, geht das? So könnten wir das machen, wie es aussieht, auf der Höhe. Sollte das gehen, da brauchen wir aber noch jede Menge Carbon für. Eieieiei. Ja, aber dann könnten wir so ein bisschen den Krater hier, könnten wir so ein bisschen auffüllen, ne? In etwa so. Ja, wir werden es mal auf diese Höhe hier ziehen. Würde ich sagen. Ziehen den hier erstmal so durch. So. Und zwar auf dieser Höhe. Neue Kleidung, Stiefel. Moment mal. Haben wir die jetzt entdeckt oder hat die jemand gebaut? Moment, stellen wir die falschen Stiefel her? Sag mir nicht, wir stellen die falschen Stiefel her. Nee, synthetische Stiefel. Wo haben wir denn die Stiefel her? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Wir brauchen weiterhin jede Menge Metall, deswegen ist Ken ja auch immer mal wieder unterwegs. Das ist gut. Hier hängt mittlerweile Fleisch. Das ist auch sehr gut. Dann hat nämlich unser Hund gleich ausreichend Futter. Mache ich mir keine Gedanken mehr drum. Sehr schön. Sehr gut. Unserem Hund geht's also gut. Unsere Tiere dürften auch nicht vom Blitz getroffen werden. Ja, das passt. Sehr schön. Wo gerade Unwetter ist, einmal kurz checken. Gut, Metall kommt soweit. Dann müssen wir hier hinten einmal. Hier haben wir doch noch irgendwo an. Hier hatten wir schon alles mitgenommen, ne? Also müssten wir hier oben nochmal auslöschen. Nochmal kurz auf Carbon, auf Nanoröhrenraubzug gehen. Ja, würde ich sagen, wir nehmen doch einfach mal alle mit, oder? Vielleicht nicht unbedingt in der Nacht. Machen wir mal am nächsten Morgen. Werden wir mal eben darüber ziehen. Die alle auslöschen. Haben wir mehr Nanoröhren. Und somit können wir da hinten an der Stelle hier, wie gesagt, eigentlich ist das nur so, damit hier kein Spawn mehr stattfindet. Und dann können wir hier, können wir einmal die Landeplattform bauen. Wir können
Ja, wir werden dann hier die Landeplattform bauen. Wir werden hier, weil es vielleicht ein bisschen tief ist, ne? Vielleicht hätte ich es doch noch ein bisschen höher machen sollen. Ich trottel. Vielleicht hätten wir das doch noch ein bisschen höher platzieren sollen. Warte mal kurz. Kopieren. Wie hoch können wir denn hier maximal gehen? Okay, das ist die maximale. Wo ist der niedrigste Ort? Der niedrigste Ort ist hier, würde ich sagen. Was ist die maximale Höhe, die wir da gehen können? So. Das ist ein Maximum. Warte mal, dann machen wir jetzt doch anders. Dann ziehen wir mal so durch und brechen das hier alles ab. Aufträge abbrechen und den hier abreißen. So. Und dann werden wir von hier aus einfach in alle Richtungen gehen und mal gucken. Ja. Bis wohin wir hier kommen. Dann können wir ja einmal die Landeplattform bauen, ne? Hier. Ne, haben wir noch gar nicht erforscht. Ist aber auch nicht so wild. Dann können wir einmal die Landeplattform bauen und wir können hier so ein bisschen Solar hinsetzen und so weiter und so fort. Da müssen wir zwar hier einmal Strommasten hinziehen, aber das ist auch kein Problem. Und dann haben wir aber hoffentlich hier keinen Spawn mehr in dieser Ecke. Schauen wir mal, wie wir das am besten hinbekommen. Irgendwie klappt das schon. Irgendwie klappt das schon. Wie weit sind wir hier? Ist fast schon durchgetrocknet, sehr schön. Hund hat gerade noch so ein bisschen schlechtes Futter, also besser könnte das Timing gar nicht sein. Also besseres Timing wäre natürlich, wenn wir einfach massig davon auf Lager hätten, aber naja. Naja. So, Hugo ist fleißig, sehr schön. Die Rinderbeeren werden geerntet. Die Pilze werden geerntet. Haben wir noch ein bisschen? Ja, Platz haben wir noch. Das ist gut. Getreide haben wir einfach so viel. Hey, das ist einfach nicht zu fassen. Getreide haben wir echt Unmengen. Vielleicht sollten wir da das hier auch einmal nicht düngen zumindest, damit es nicht ganz so schnell wächst. Ich denke, es ist ein ganz guter Plan. Hier pflanzen wir, hier ernten wir nicht. Das ist wichtig, dass wir nirgends ernten, was die Bäume angeht, denn Holz haben wir mehr als genug. So, ja, cool. Hier steht jetzt der große Baum. Und hier daneben wächst dann direkt ein kleiner Laubbaum. Das gefällt mir halt echt gut, dass man das so machen kann. Das ist echt cool. Das gucken wir uns mal an, wie wir das so ein bisschen näher beieinander wachsen lassen können. Dann würde ich ganz gerne einmal wissen, können wir das hier drunter stellen? Können wir sogar, dann stellen wir das hier drunter, weil dann wird das auch nicht so schnell schlecht. Beziehungsweise ich glaube sogar nie, ne? Ja, unter Dach unbefristet. Schmeißen wir das hier mal unters Dach. Habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Ja, ich denke an viele Dinge einfach auch nicht, ne? Ich sag's ganz offen. Ich sag's ganz offen, an vieles denke ich einfach auch nicht. So. Gleich erstmal wieder ein Angriff. Sollte kein Problem darstellen. Schlückchen Kaffee. Wunderbar. Wunderbar. Na, keine Lust zu schlafen hier oder was? Sieht so aus. Sieht ganz danach aus. Warte auf Arbeiter. Hier wird halt weiterhin nicht hergestellt. Wir haben hier einen Tierangriff. Wie kommst denn du jetzt? Alter Vater, du bist aber weit gerannt. Okay, Ken und Hugo. Oder auch von mir aus ihr alle. Schieß doch mal bitte das Viech hier weg. Ne. Eigentlich hatte ich euch gerade gesagt, ihr sollt bitte dieses Viech hier wegschießen. Ah, die greifen jetzt schon alle an. Na gut, dann können wir auch hier vorne entlaufen. Oh, schöne Explosion hier vorne.
Okay, ich hatte ja gesagt, wir wollen jetzt dann einmal... Einer fehlt noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Okay, gut. Ich hatte gesagt, dieses Mal wollen wir nochmal kurz so ein bisschen Insektenfleisch mitnehmen. Wie viel bringt ihr denn alle nochmal? Du bringst 25. Die Explosiven bringen auch 25. Und ihr auch 25. Ja gut, dann nehmen wir doch einfach mal tatsächlich die Explosiven. Die schlachten wir. Da soll sich dann der gute Ken auch direkt darum kümmern. Und hier vorne Rita. Jut, jut, jut. So, der Hund hat wieder richtig schön Fleisch. Ernsthaft? Das ist mir nie aufgefallen. Wenn frisches Fleisch zu schlechtem Fleisch gelegt wird, dann übernimmt alle... Das ist ja komplett bescheuert. Das ist ja komplett bescheuert. Heißt, wir hätten es vorher wegschmeißen müssen. Dass da nicht einfach ein Durchschnitt dann wenigstens ausgerechnet wird. Ich meine, gut, ist irgendwie auch gar nicht so unrealistisch, ne? Wenn du schlechtes Fleisch, also wenn du gutes Fleisch zu schlechtem Fleisch legst, dann ist natürlich das gute Fleisch auch sehr schnell hin. Ja gut, okay, also wir müssen auf jeden Fall, okay, alles klar. Gut zu wissen, wir müssen nochmal ein paar Ulfen, müssen wir nochmal schlachten. Machen wir das nochmal. Hier jagen. Können natürlich euch auch mal jagen, ne? Theoretisch. Haben wir davon irgendwo eine Herde? Ganze Menge mehr. Wie viele Tiere hier rumrennen überall, ne? Und ich weiß, Hunde wollten wir eigentlich auch nochmal zähmen. Ach, du rennst hier sogar noch rum. Warte mal, dann können wir dich doch mal eben zähmen hier. Scheiße. Weil das alles hier drin liegt, ne? Wir können ja mal kurz das hier leer halten. Warte mal, wir testen das mal gerade. So, und jetzt können wir uns jetzt denn vielleicht dich hier zähmen? Das wäre voll schön. Nope. Wieso nicht? Eigentlich jetzt. So, dann zähmen wir uns einmal hier die deutsche Dogge und dann werden wir hier natürlich jetzt wieder dem Hundi was Gutes tun. Zack. Und jetzt brauchen wir, wie gesagt, auf jeden Fall mal ein bisschen mehr. Dich können wir einmal jagen. Dich können wir einmal jagen. Euch jagen wir auch einmal. Das macht dann auch direkt der Ken. Drakkar jagen. Drakkar jagen. Drakkar jagen und Drakkar jagen. So, wir gucken hier mal gerade bei der Zähmung zu. Der kleine Hundi, ey. Und ich ärgere mich weiterhin so sehr darüber. Brennendes Kreuzfahrtschiff. Aha. Da muss Ken auf jeden Fall dann mal los, würde ich sagen. Oder auch Rita. Oder auch Racker. Wir könnten auch Racker mal losschicken. Warte mal, dann werden wir erstmal... Ich ärgere mich weiterhin so darum, dass ich keine vernünftigen Screenshots mehr machen kann. Das ist halt echt schade. Ich komme jetzt an diesen Hund einfach nicht ran. Ich kann jetzt keinen Screenshot machen, sondern muss den jetzt hier so von oben irgendwie fotografieren. Ach Mann, oh! Entwickler, bringt es zurück. Bitte. Bitte bringt die Möglichkeit zurück. Oder fügt zumindest einen Screenshot-Modus hinzu. Verdammte Axt. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Ne, auch diese roten X sind jetzt überall zu sehen. Das ist echt... Ach, Entwickler, wieso habt ihr das getan? Wieso habt ihr das rausgenommen, die Möglichkeit, das HUD auszublenden? Man weiß es halt einfach nicht. So, dann würde ich sagen, wir schicken einfach mal... Wen schicken wir denn los? Sternstube nicht, sondern...
Hier, brennendes Kreuzfahrtschiff. Ich frage mich ja noch immer, was da oben in der Umlaufbahn des Planeten passiert. Ey, da muss ja so ein Krieg herrschen, dass hier ständig der Kram abstürzt. Unglaublich. Unglaublich. So. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zähmung erfolgreich. Wer macht denn da solche Geräusche? So, aber du musst dann auch direkt mal... Warte mal. Hier hinten hin, würde ich sagen. Einmal nach hier führen. Und das macht dann auch direkt der Hugo. Der steht direkt daneben. Wie immer. Führen. Deutsche Dogge. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt zusehen, dass es ausreichend Futter gibt, ne? Und einen Schlafplatz brauchen wir natürlich auch. Den kopieren wir uns einmal, legen den hier hin. Ken jagt hier hinten. Na. Ken, was tust du? Nicht Feierabend machen hier. Nicht die Tiere anschießen und dann gehen, das geht nicht. So, und dann noch einmal hier Dracker schlachten. Und die hier auch noch einmal schlachten und danach bitte den auch noch schlachten. So. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Fleisch. Und sobald das dann hängt, müssen wir das schlechte Fleisch... Ach, ist schon weg. Okay. Müssen wir natürlich dafür sorgen. So, wir brauchen natürlich einen Namen für diesen Hund, ne? Für die deutsche Dogge. Könnt ihr mir gerne auch einmal in die Kommentare schreiben. Ein paar... Oha, er hat es nicht mehr ganz geschafft. Hugo hat es nicht mehr ganz geschafft bis zum Bett. Naja. Kommt vor. Erstmal was essen, ist richtig. Erstmal was essen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Namen für die deutsche Dogge. Ganz klare Sache. So, dann hier einmal Expedition abgeschlossen. Verliere keine Zeit, suche nach Überlebenden. Komm, bitte, 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 bitte. Es wird einfach nie mehr passieren. Ich glaube, wir werden in dieser dritten Staffel werden wir einfach für immer und ewig bei 5 Survivern bleiben. Naja, aber wir sind ja auch erst in Jahr 6, muss man halt auch dazu sagen, ne? So, für unsere Dogge muss auf jeden Fall auch mal was zu futtern hergeschafft werden. Und fressen die auch rohes Insektenfleisch? Glückseffekt minus. Hm. Tierisches Fett. Glückseffekt minus. Die dürfen halt nur nicht zu viel Hunger bekommen jetzt, ne? Dann haben wir ein Problem. Wie lange dauert das hier noch? Gerade erst los. So, hier Besitzer zuweisen, deutsche Dogge. Besitzer ist hier schon hoch, sehr schön. So, wie gesagt, da müssen wir nur noch zusehen, dass wir irgendwie dieses rohe Fleisch hier, also das getrocknete Fleisch dann, in den Futtertrog bekommen. Okay. Sehr gut. Sehr schön, haben wir schon zwei. Haben wir schon... Oh, guck mal, hier, das ist ja gut, direkt nebenan. Haben wir schon zwei Tiere. Zwei Hunde. Hugo, zähl mal bitte den Ulfen. Und den dann direkt auch noch hinterher. Gucken, ob Hugo das jetzt hinbekommt. Ich hoffe mal, die latschen dann hier nicht gleich rein. Mal Fleisch. Achso, ja, ist richtig. Sehr gut.
Schön. Du sollst dann bitte einmal... Noch können wir dich nicht führen. Jetzt können wir dich führen. Warte mal. Hugo, musst du erstmal was essen gehen, oder was? Dann kannst du auch mal hier hingeführt werden. Mal gucken, ob er das auch dann nach einer Weile von alleine macht. Der hier soll auch gezähmt werden. Mal gucken, ob Hugo sich darum kümmert. Er geht erstmal schlafen. Naja, gut, wenn er sagt, das ist die richtige Herangehensweise. Wenn er der Meinung ist, dass er nicht nötig hat zu arbeiten, dann soll er das gerne machen. Wobei, Hugo, der bricht ständig zusammen. Ne? Was ist denn los? Ah, du hast so viel Hunger, wa? Gut, gekocht wird aber ausreichend. Das sieht schon mal ganz gut aus. Was eben weiter nicht so gut aussieht, ist Kleidung. Ach, ein Survivor mehr wäre einfach so gut, ey. Dann werden wir einfach mal bei Paulette, werden wir mal das Handwerk auf 3 setzen. Damit sie sich ums Schneidern dann erstmal kümmert. Nachdem sie gekocht hat. So, eigentlich Rita und Paulette sind eigentlich am Kochen, 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 aber sie kommen trotzdem irgendwie nicht hinterher. Tiergrippe. Ah, er wurde direkt... Ach cool, guck mal. Jetzt darf er auch das erste Mal hier was Vernünftiges futtern. Ja, und ich betone noch einmal, es sind keine Screenshots mehr möglich. Es ist toll. Es ist toll. Nur noch auf so ganz komische Arten und Weisen sind hier noch Screenshots möglich. In diesem Spiel. Also ich finde, jedes Spiel sollte einfach einen Screenshot-Modus haben. Da muss ich leider ein bisschen meckern. Ich weiß, für die meisten ist es halt egal, aber wie gesagt, hier für uns, fürs Let's Play, ist es schon definitiv cooler, wenn wir hier ein bisschen schöne Screenshots machen können. Vielleicht so. Hm. Naja. Naja. Wird schon einigermaßen passen, ne? Wird schon einigermaßen passen. Naja. Ich schlag mich weiter mit dem Problem rum und ihr habt einfach Spaß weiterhin an diesem Let's Play. Hoffe ich zumindest. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal hier im Zoo. In Stranded Alien Dawn. Oh, Neugeborenes. Mensch, hier ist doch mal jemand. Jawohl, wunderbar, jetzt geht's hier rund. Schön, 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 schön. Mensch, unser erstes Neugeborenes. Ist das nicht herrlich? Toll. Gut, jetzt bin ich aber auch weg. Können wir uns das nächste Mal angucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.